Ergebnisse verfolgen. Ja? Weil wer wählt einen Beruf, wo er im Ernstfall auf die eigene Bevölkerung schießen muss? Das hat Ihnen jetzt nicht gefallen, was ich gesagt habe, das weiß ich, aber das muss man so sagen. Ja? Ich habe nur dieses Beispiel gemacht. Ja, ich weiß schon. Aber ich weiß schon, für ja. Unternehmen genauso. Ja, ja. Für jedes Unternehmen. Die suchen ja. Leute und kriegen sie. Ja, ich weiß. Ja. Das stimmt, das ist durchaus möglich. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was unsere Kinder vielleicht retten kann und uns auch, dass man ihnen irgendwann nicht einmal nicht das beibringt, was sie denken sollen, sondern wie sie denken. Wir müssen lernen, unser Gehirn richtig zu nutzen. Und dazu brauchen wir die Begeisterung. Kann ich wieder in einem Buch empfehlen, das sitzt man da mit unserem Buch, aber ich mache trotzdem Buch empfehlen, man für die Konkurrenz. Wenn Ihnen der Name Gerald Hüther etwas sagt, Gerald Hüther, genau, ein Buch, was wir sind und was wir sein können. Da ist es von einem Neurobiologen sehr, sehr gut beschrieben, wie unser Gehirn funktioniert und dass das, was uns eigentlich wirklich lernen lässt, ist letztlich die Begeisterung. Und er bringt ein ganz, ganz schönes Beispiel, das ist jetzt gestohlen, ich bringe es aber trotzdem. Er sagt, ein 85-jähriger Mann hätte die Fähigkeit von seinem Gehirn, also das Gehirn könnte das, dass er in einem halben Jahr Chinesisch lernt. Und das ist nicht leicht. Ja? Nur, er braucht die Begeisterung. Und was wäre die Begeisterung für diesen 85-jährigen Mann, dass er einen 67-jährigen Chinesen kennenlernt und sie ihm sagt, zieh mit mir nach Jingzhou. Ja? Dann kann der alte Mann in einem halben Jahr Chinesisch, weil er begeistert ist. Und er sagt auch, dass sie untersucht haben, Kinder, die jetzt mit diesen iPhones und diesen Smartphones, wo man mit den Daumen so viel machen muss, oder mit den Playstation, wo man mit den Daumen so viel machen muss, dass man wirklich bei ihrem messbaren Gehirn, sie haben jetzt technisch die Möglichkeit, diese Zonen, diese Areale im Hirn zu finden, die da wirklich dann boxen, die zuständig sind für die Geschicklichkeit der Daumen. Und Kinder sind unvorstellbar. Da ist vorhin eine junge Dame gesessen, wo sie gesessen sind, die hat, während wir hier gesprochen haben, mit ihrem Handy agiert. Das bin ich auch gewohnt. Das wird es früher auch nicht geben, genauso wie es nicht geben wird, dass Kinder in der Schule was essen. Es wird es auch nicht geben, dass Menschen im Theater sitzen und mit einem iPhone und mit einem Handy umeinander tun. Und ich das beobachte, wie schnell die irgendwas geschrieben hat, weil der Doktor hat es geschrieben, mit den Daumen blitzt. Ja. Die hat eine Fähigkeit. Ja. Und wenn ich das genauso trainieren würde wie sie, ich könnte es nicht, bei mir würde im Gehirn nichts passieren, weil ich keine Begeisterung für dieses geschissene iPhone habe. Ja, deswegen könnte ich es nicht. Ja, ich hätte da noch einen ganz wichtigen Hinweis zur Schule. Da wird jetzt immer über Motivation gesprochen das unterstreiche ich alles, aber es wird immer wieder vergessen, dass die Schule ja im Grunde die Funktion hat, eine Zensuranstalt zu sein und jeder Lehrer ist gleichzeitig der Beurteiler seiner Kinder und jede Lehrerin. Ja. Und dass das eine ziemlich verlogene Geschichte dann ist, ja, wenn ich sage, ich liebe euch alle, aber den Fünfer kriegt dann der heute die meisten roten Striche im Heft hat. Und ich denke mal, über diese Frage werden wir nicht hinwegkommen. Ja? Ist es die Aufgabe der Schule, soziale Chancen zu verteilen? Ja? Und das ist ein ziemlich großes Problem, meiner Meinung nach. Und das andere ist, dass ich mir denke, dass auch diese ganzen Gespräche jetzt mit dem Unterrichtsministerium, dass es darum geht, eigentlich, dass zu wenig Wertschätzung für diese soziale Arbeit vorhanden ist. Und dass dann natürlich die Hackeln fallen gegenseitig, ist klar. Ich denke nur, ich unterstreiche das auch mit der Begeisterung total. Ja? Aber ich muss dann auch wertschätzen, dass eine Person 5 oder 6 Stunden am Tag mit Begeisterung die Liebe von 27 Kindern wecken muss, 27 Kindern, die alle andere Vorbilder zu Hause haben, damit diese Kinder nämlich aus Liebe zu der Lehrerin dann was lernen wollen. Ja? Weil das funktioniert am besten. Wenn ich meinen Lehrer liebe oder meine Lehrerin, dann lerne ich gern. Ja? Und das Kunststück hinzukriegen, dass ich das mit 27 Kindern 30 Jahre noch, ja? Bitte. Das denke ich mir, das sollte man schon ein bisschen applaudieren. Ja, gerne, ja. Ich arbeite schon lange als
Familientherapeutin, ja, und da möchte ich auch noch dazu sagen, dass sozusagen die Keimzelle und das Vorbild doch in der Familie liegt. Also ich denke mal, dass man darauf, und dass die Leute überfordert sind und dass man aber darauf auch schauen müsste, wie gelingt es da, den Eltern klarzumachen, dass ihre Paarbeziehung zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor ist, ob Kinder in einer Welt aufwachsen, für die sie sich begeistern können. Ja. Der Lehrer oder die Lehrerin kann nicht die Probleme wieder gut machen, mit denen die Kinder zurückkommen. Das ist klar. Also das kann man dem Lehrer nicht vorwerfen, dass er es nicht schafft, quasi so eine Ruhe in die Welt zu bringen. Diese Ablenkung wegzuschaffen. Aber er kann oder sie einen Zauber. Einen Zauber einfach. Also wenn man das schafft, dann hat man gewonnen. Ja, aber das schafft man natürlich auch nicht sein Leben lang, 40 Tage lang. Jede Stunde den gleichen Zauber. Ich denke, dass die Politik einen Schritt ist, da stehe ich drauf. Ja? Also ich glaube, dass man da sich daran halten sollte. Ja? Und nicht an diese großen Ideen. Also ich finde das toll, dass Sie das gesagt haben. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick über die Erziehung. Meine Damen und Herren, Sie haben es vorher selbst gehört. Lesen, lesen, lesen. Ganz wichtig. Ihr seid noch da zum Plaudern und zum Signieren. Ja. Bücher gibt es wie immer gratis rechts an der Kasse. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie so rege dabei waren. Wünsche einen wunderschönen Abend und hoffe, Sie sehen uns bald wieder im Tele 3. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke. Thank you.